Also komm rein, das ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Urmel. Dann haben wir hier die Zimmer von meinen Kindern. Ich habe ja zwei. Hier darfst du natürlich nicht genau gucken, das ist natürlich ein Teenie-Zimmer, ne? Absolute Katastrophe. Ich habe hier noch zwei so kleine, stramme Burschen. Ganz schlecht erzogen. Hier ist das Reich meiner Tochter. Ein bisschen aufgeräumt, aber ich glaube auch nur, weil ich immer hinterher bin. Ich bin Kate, ich bin 29 plus und ja, wohne hier im wunderschönen Wittmar. Bin selbstständig als Tätowiererin und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Mein Sohn ist 10 und meine Tochter ist 4. Also ich war in der Schule schon immer diejenige, die gemalt hat und einen extra Block hatte zum Rumpinseln, weil meine Arbeitsblätter sonst einfach fürchterlich aussahen. Und ich war auch immer zuständig für die Klassenzeitung oder die Schulzeitung oder wie das hieß. Dann haben wir da immer so Karikaturen von den Lehrern gemalt oder von den Schülern. Das war schon, also das war früher immer schon mein Highlight. Doch der erste Schritt nach der Realschule ging erst einmal in eine ganz andere berufliche Richtung. Genau, ich hatte zum Hotelfach habe ich gelernt und bin leider in ganz fürchterlichen Verhältnissen gelandet. Das wusste ich damals natürlich nicht und habe sehr, sehr viel durchgelitten und dann habe ich die Ausbildung abgebrochen. Eine weitere Chance sollte ihr Leben nachhaltig verändern. Eine zweite Lehrzeit als Tätowiererin. Ein besonderes und wichtiges Ereignis ist die Zusage meiner Ausbildung gewesen. Da habe ich mehrere geweint, weil es eigentlich hieß, also als ich das Praktikum dort gemacht habe, hieß es, es ist auf jeden Fall keine Übernahme möglich. Die haben halt renoviert und die Zustände dort waren halt gerade nicht so, dass man hätte eine Auszubildende übernehmen können. Und am Ende meines Praktikums, es ging 3 Monate, habe ich dann eine Überraschung bekommen und sie hat gesagt, sie würde gerne mit mir die Ausbildung beginnen und dann haben wir beide eigentlich geweint. Also es war eine ganz tolle Zeit und das war ein sehr einschneidendes Ergebnis, weil das hat mein Leben grundauf verändert. Die nächste Überraschung folgte jedoch umgehend. Da war ich gerade noch in der Probezeit von meiner Ausbildung, die gab es dann ja trotzdem und da wurde ich dann schwanger. Shit happens, ja. Aber meine Ausbildnerin hat das sehr gelassen genommen und hat gesagt, wir rocken das Ding zusammen. Und dann war ich quasi am Kugeln die ganze Ausbildung über, dann bis eine Woche vor Entbindung. Und eine Woche nach Entbindung habe ich dann meine Tochter mit dem Wäschekorb auf Arbeit genommen und die Kunden haben das ganz klasse aufgefasst. Dann können wir ja schon starten. Nach der Ausbildungszeit tauchte dann wieder die Frage auf, wie geht es weiter? Kate wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. So, der Vogel, der soll so sein, wie er jetzt heute arbeitet sie von zu Hause aus oder unterwegs. Kunde Lukas aus Salzgitterbad kommt zu ihr nach Hause. Zu anderen fährt sie hin. Manche haben schon klare Vorstellungen, kommen her und bringen tatsächlich schon ihre eigenen fertigen Vorlagen hierher, legen das hin schon in der richtigen Größe und ich muss dann eigentlich nur noch anfangen. Und dann gibt es Kunden, die sagen, ich weiß noch nicht was, ich weiß auch nicht wohin, aber ich möchte auf jeden Fall irgendwas haben. Und dann sitzt du hier und musst dir erstmal die ganze Lebensgeschichte anhören, damit du weißt, was du dem Kunden ungefähr anbieten kannst. Lukas hat sein Motiv schon gefunden. Nun diskutiert er mit Kate über die richtige Position. Ja, doch. Doch, so sieht's gut. Mein Spaß. Das ist jetzt einfach nur, weil ich schön finde. Das hat jetzt keinen tieferen Sinn. Das hier war mein erstes, das ist auch noch nicht so alt. Das hat Kate auch gemacht. Und jetzt machen wir weiter. Also der ganze Arm soll noch dann voll werden später. Nach dem Übertragen des Motivs von der Vorlage auf die Haut werden zuerst die Linien tätowiert. Ich bin gespannt. Alle meine Kunden, die auch in meiner Ausbildungszeit da waren, sind mit mir gekommen und kommen mich jetzt regelmäßig besuchen. Die sind hier viel lieber als in einem Studio. Ich bin echt komplett glücklich mit dem, was ich hier habe und mache. Könnte man sagen, das ist dein Traumberuf? Ja, das ist definitiv mein Traumberuf. Ich hätte es nie gedacht und ich dachte auch nie, dass das mein Traum hätte werden können. Aber es ist tatsächlich so gekommen. Bist du zufrieden? Auf jeden Fall. Kommst du wieder? Natürlich, wenn es Geld wäre, komme ich wieder. Sehr gut. Dankeschön. Feierabend für heute. Zeit für das Abendessen und ein paar grundsätzliche Gedanken. Wie stellst du dir deine Zukunft vor?
Ja, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall möchte ich da natürlich weitermachen und ich hoffe, dass sobald meine Kinder selbstständiger sind und auch mal alleine bleiben können, dass ich dann vielleicht auch mal den Schritt zurück mache in ein öffentliches Studio, mein eigenes Studio für mich alleine, damit ich dort noch mal so richtig Fuß fassen kann. Doch bis dahin werden am heimischen Wohnzimmertisch sicherlich noch viele interessante Motive entstehen. Ja, das sieht doch ganz gut aus.